Wenn Sie zu mir zur Fahrberatung kommen, ist der Einstieg immer das Mischen Ihrer körpereigenen Farben. Also ich mische anhand mit Acrylfarben auf so einem Aquarellpapier, mische ich, was in Ihrem Hautton alles an Farben drin ist. Also da geht es um, ist es ein kühler Rotton, ist es ein warmer Rotton, ist grau drin, braun drin, grün drin, alles Mögliche oder ist es mehr gelblich? Und anhand des Mischens von Haut und Augen sehe ich, welche Pigmente sie in ihrem Körper mit sich bringen. Und das ist die Basis für die Farbberatung. Die farbigen Augen sind wichtig. Also farbige Augen heißt blaue oder grüne Augen. Bei den braunen ist es mal so, aber die blau- und die grünen Augen, die haben in der Regel eine große Blau- und Grünpalette. Ja, wenn dann das Mischen gemacht ist, dann weiß ich die Richtung, in welche Richtung es geht. Dann spielt natürlich die Haarfarbe eine große Rolle. Ist jemand hell, dunkel? Wenn jemand heller ist, werden die Paletten etwas heller. Wenn jemand dunkel ist, werden die Paletten dunkler. Und dann gehe ich durch die verschiedenen Kategorien von Farben. Also erst kommen die körpereigenen Farben, dann kommt eine Abteilung, die nennt sich neutrale Farben. Das sind Farben für förmliche Anlässe, für größere Flächen. Zum Kombinieren mit kommt danach Rottöne und intensive Töne. Und diese Neutralfarben kombiniert mit den intensiven Tönen, das gibt das eine interessante, spannende, lebendige Wirkung. Zum Schluss kommen noch Pastellfarben, also die hellsten Töne der Palette, und die Schmuckfarbe, also Silber oder Gold oder beides. Und ich zeige dann auch, welche Kombinationen gut sind, welche Kombinationen wirken mehr weicher und ansprechbarer, welche Kombinationen sind mehr abgrenzend oder bringen mehr Autorität zum Vorschein. Also der Ausdruck der Persönlichkeit wird in Farbe übersetzt und Sie bekommen eine ganz individuelle Palette, die besteht so aus 80 Farbmustern aus Stoffen, was ganz wichtig ist. Diese 80 Stoffe werden dann in ein Leporello eingeklebt und den kann man dann mitnehmen zum Einkaufen oder sich zu Hause an die Wand hängen, um einfach mit den Farben umzugehen.